läuft dein Pferd manchmal im Schneckentempo über den Reitplatz und schlurft so mit den Hufen durch den Sand, spielt es vielleicht sogar manchmal deutsche Eiche und bleibt einfach stehen, ist es manchmal so motiviert wie ein alter, ausgelatschter Turnschuh. Dann bleib dran, weil ich habe 3 Tipps für dich, wie du dein Pferd aufmerksam, motiviert und fleißig bekommst. Hey, ich bin Ilja. Schön, dass du dran geblieben bist. Jeder kennt dieses Bild von uns, oder? Das Pferd schleicht im Schneckentempo über den Reitplatz, obwohl man sich eigentlich richtig Eleganz, Anmut und Kraft erhofft hatte. Sei es beim Longieren oder bei der sonstigen Bodenarbeit. Aber das Pferd ist vollkommen unmotiviert. Dann habe ich 3 Tipps für dich, wie du das ändern kannst. Zuallererst, durchbrich die Routine. Was meine ich damit? Kein Pferd der Welt möchte permanent immer nur im Kreis laufen. Eine halbe Stunde oder 20 Minuten, vielleicht mal die Hand wechseln. Kein Pferd möchte aber auch ständig irgendetwas Neues vorgesetzt bekommen. Wir sind für Pferde unglaublich berechenbar, weil wir immer das Gleiche machen. Und das sei entweder das Gleiche einerlei, das heißt immer nur im Kreis rumlaufen lassen, oder permanent etwas Neues dem Pferd anbieten. Es ist irgendwann berechenbar. Was viel wichtiger wäre, oder was das mein Tipp Nummer 1 ist, durchbrech diese Routine und sei für dein Pferd jeden Tag frisch und unberechenbar, meine ich jetzt nicht im Sinne, dass du mal brüllst, mal weinst, mal sonst irgendetwas machst, sondern unberechenbar meine ich, dass du wirklich kreativ bist. Geh einfach mal in einem Moment vom Platz, an dem dein Pferd damit gar nicht rechnet. Geh einfach mal ins Gelände, mach irgendetwas, aber durchbrich deine Routine, schreib sie am besten auf, beobachte ganz genau und ohne dich dafür zu ärgern über dich selbst oder gar zu ohrfeigen, beobachte ganz genau, was machst du mit deinem Pferd. Du wirst schnell diese Muster rausfinden. So sind wir ganz oftmals als Menschen, dass wir bestimmte Muster in unserem Verhalten haben und einfach da mal die Routine durchbrechen. Was ich auch schon gemacht habe, dass ich zum Beispiel, wenn das Pferd im Roundpen stand, einfach nicht durch den normalen Eingang gekommen bin, sondern an einer anderen Stelle reingeklettert bin. Oder wenn ich das Pferd von der Weide hole, gehe ich nicht durch den normalen Auseingang, ein Weidetor, sondern komme von einer völlig anderen Richtung. Und auch dann mache ich vielleicht immer etwas, womit das Pferd gar nicht gerechnet hat. Nämlich ich halftere das Pferd, dann gehen wir raus, draußen frisst es leckere Sachen, dann gehe ich zurück und mache das Halfter einfach wieder ab. Also einfach mal frische, neue, kreative Sachen. Übrigens, darum geht es genau auch in unserem Bodenarbeitskurs, der jetzt bald rauskommt. Du kannst dich auf die Warteliste setzen lassen und von satten 25% Ermäßigung profitieren. Den Link findest du hier unten drunter. Bodenarbeitskurs, wo es genau darum geht, dass dein Pferd achtsam ist. Natürlich auch dich respektiert, dass es sicherer wird mit deinem Pferd, dass du dein Pferd so longierst, dass dein Pferd wirklich Freude daran hat und dass du kreativ wirst in deiner gesamten Bodenarbeit, sei es auf dem Platz, in der Halle oder sogar im Gelände. Richtig geiler Kurs. Also Tipp Nummer 1, durchbrich die Routine, sei kreativ, flexibel und überrasche dein Pferd einfach. Tipp Nummer 2, sprich Klartext. Ich erlebe das immer häufiger, Menschen, die zu uns in Online-Seminare kommen oder in unsere Live-Seminare, die haben Angst, klar zu sagen, was sie wollen. Die haben zwar, ich sag mal, die möchten, dass das Pferd im Trab um sie herumläuft, aber haben Angst, dem Pferd zu sagen, ich möchte, dass du im Trab um mich herumläufst. Das heißt, sprich Klartext, kommuniziere klar und sei eindeutig im Timing. Wenn ich dem Pferd zum Beispiel sage, bitte geh los, dann baue ich das Stück für Stück aufeinander auf. Das heißt, ich überfalle das Pferd nicht, aber ich schlafe auch nicht zwischendurch ein und ich mache das, was nötig ist, damit das Pferd meinem inneren Bild, zum Beispiel einem trabenden Pferd, entspricht. Aber dazu gehört auch, wenn du Klartext sprichst, dass du das nicht machst, um dein Ego zu bedienen, damit es dir gut geht, sondern du machst das für dein Pferd, damit es deinem Pferd gut geht und dann letzten Endes natürlich auch euch beiden. Also kommuniziere klar und präzise. Für Pferde sind wir, das meine ich gar nicht böse, oftmals Schwätzer. Und du kennst das, wenn einer die ganze Zeit irgendetwas labert, was dich gar nicht interessiert,
dann schaltest du auch ab. Oder du gehst, aber das können die Pferde ja nicht. Also meistens jedenfalls nicht. Das zeigen sie dann höchstens auf der Weide, wenn der Besitzer oder die Besitzerin kommt und das Pferd schon denkt so, ach du meine Güte, jetzt geht, fängt das wieder an. Ich gehe mal, ich suche mal das Weite. Ich lasse mich gerade nicht halftern, weil auf das, was kommt, habe ich gar keine Lust. Ich verstehe es eh nicht und der Mensch weiß nicht, was er da wirklich macht. Also Tipp Nummer 2. Sprich Klartext, kommuniziere klar und sei mit deinem Timing so eindeutig, dass dein Pferd ganz genau weiß, was du meinst. Tipp Nummer 3, das fällt mir auch oft schwer und dir vielleicht auch, hör dann auf, wenn es am schönsten ist. Erinnerst du dich noch daran, jedenfalls ging das mir so, als wir so die Partywelt erkundet haben und alles war toll, neu und wir haben aufregende Leute kennengelernt, die Musik und alles war wunderbar. Und ich konnte damals nie aufhören, ich bin dann immer geblieben bis zum Schluss und dann gehen die auf einmal die normalen Lichter an, die Neonlichter, die Musik verstummt und du siehst eigentlich, was vorher zauberhaft war, ist ein nackter, hässlicher Raum, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und beim Pferden ist es auch oft so, gerade wenn es richtig gut klappt, wollen wir mehr und mehr und mehr. Aber wie wäre es denn, wenn du dann, wenn es am schönsten klappt, aufhörst? Ich habe Pferde schon gesehen, die waren dann richtig überrascht. Die so, wie jetzt schon? Diese Pferde sind allerdings, wenn du sie beim nächsten Mal holen möchtest, die warten schon. Die warten an der Koppel oder meinetwegen in der Box. Wir haben keine Boxenhaltung, meinetwegen aber in der Box. Oder am Paddock, die warten schon darauf, um mit dem Menschen wieder etwas zu machen, weil es so klasse gewesen ist und weil da irgendwie das Gefühl ist, ah, da wäre noch mehr drin gewesen. Also hör im schönsten Moment auf, aber ganz wichtig, höre gut auf. Also nicht, der schönste Moment ist ja der Moment, wo es einfach richtig alles wie am Schnürchen läuft, wie du so im Flow bist. Ich weiß nicht, ob du das schon mal kennengelernt hast und deswegen ist das auch so gefährlich, dass man den Absprung dann verpasst. Wenn du im Flow bist, vergisst du die Zeit, weil alles einfach wie von selbst läuft. Und genau dann sei achtsam und höre auf, wenn es am schönsten ist. Und du wirst überrascht sein, wenn du diese 3 Tipps beherzigst, wie motiviert dein Pferd ist, wie aufmerksam dein Pferd ist und ja, wie fleißig dann auch, weil Pferde wollen sich auch dann bewegen. Pferde wollen auch stolz sein, wollen sich stolz präsentieren und du kannst deinem Pferd dabei helfen. Wenn du mehr Inspiration haben möchtest, ich habe es ja schon gesagt, wir haben demnächst den großen Bodenarbeitskurs, da machen wir gerade wahnsinnig geile Filmaufnahmen für, kannst dich hier auf die Warteliste setzen lassen, du profitierst von 25% Rabatt auf den Verkaufspreis, weil wir einfach das mit dir, mit den ersten Leuten, die dabei sind, richtig geil machen wollen. Wir haben 5 Module und ein 6. Das gestaltest du, das gestaltet ihr mit. Damit das eine richtig runde Sache wird für euch, weil wir wollen das für euch machen, damit ihr für euer Pferd und damit im Endeffekt für eure Beziehung das Beste rausholen könnt. Also, trag dich unten ein, ist vollkommen unverbindlich, du riskierst nichts, aber wenn du dich dann für den Bodenarbeitskurs entscheiden solltest, wenn wir ihn im Oktober rausbringen, kriegst du, wie gesagt, 25% Rabatt auf den Verkaufspreis. Also, ich hoffe, das inspiriert dich und erzähl mir gerne, wie es dir und deinem Pferd damit ergangen ist mit meinen Tipps, weil, ja, bin ja gespannt. Und wenn du andere Tipps hast, schreib sie gerne in die Kommentare oder auch mir persönlich an info@natürlich-zu-pferd.de. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, mit deinem Pferd oder ohne. Dein Ilja. Gibt es eigentlich schöne Tage ohne Pferd? Ich weiß es gar nicht. Aber gut, mach's gut. Ciao, dein Ilja.